Nach der Aufnahme eines Einbruchdiebstahls in einem Fachgeschäft für Fotografie werden die Kriminaloberkommissare Bora Aksu und Lara Grünberg von Streifenkollegen zu einem Unfall gerufen. Dort sind die Insassen verschwunden. Keine Fahrer. Fahrzeug vorgefunden ohne Fahrer. Haben auch schon in der Umgebung gesucht. Niemand da. Okay. Ja, wir haben Blutspuren vorne am Lenkrad gefunden und an der Fahrerseite. Haben den Fahrzeughalter überprüfen lassen. Es handelt sich um einen gewissen Oliver Gneuke. Ja. Haben dann bei ihm angerufen. Dann ging irgendwie die Nachbarin dran, war völlig verwirrt und hat irgendwelches wirres Zeug von ihrer Tochter geredet. Ja. Ja, und dann hat sie irgendwie aufgelegt. Ich habe nochmal zurückgerufen. Ja, und ist wahrscheinlich jetzt von ihrer Tochter. Ja. Die Nachbarin des Fahrzeughalters trifft am Unfallort ein. Die Beamten ermitteln, dass die Mutter ihre 18-jährige Tochter bei dem Eigentümer des Unfallwagens gesucht hatte. Als sie den betrunken zu Hause vorfand, nahm sie den Anruf der Polizei entgegen und fuhr mit ihm zum Tatort. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Waren Sie gerade dran, als die Kollegin bei ihr versucht hat, an Sie anzurufen? Ja, ich suche meine Tochter. Okay, was ist mit Ihrer Tochter passiert? Wir waren verabredet für 1 Uhr, weil sie hat ein Vorstellungsgespräch. Ja. Und sie ist wirklich zuverlässig. Wie ist denn Ihr Name? Entschuldigen Sie mal gerade. Wie ist denn Ihr Name? Ganz ruhig. Kein Problem. Wir hören Ihnen zu, aber wie ist denn Ihr Name? Ja, ich bin Barbara Steiner. Mhm. Und wie gesagt, ich war mit meiner Tochter verabredet, als sie ein Vorstellungsgespräch hat. Und es ist sehr untypisch, dass sie nicht da ist. Und ich mache mir wirklich Sorgen. Ich habe sie versucht anzurufen und das Telefon ist aus. Und ja. Und was hat sie jetzt mit dem Fahrzeug zu tun? Sie wollte mit ihrem guten Freund, mit dem Olli, heute Morgen noch einen Schrank unbedingt kaufen. Und er wollte ihr helfen. Und was ist denn mit dem? Der sieht aus, als hätte er eine Verletzung hier. Er ist total betrunken. Er hat Stress mit seiner Freundin. Oh, geht's guten ihm Tag. Gut? Wir sind von der Kripo. Grünberg ist mein Name. Geht's Ihnen gut? Nee. Brauchen Sie einen Krankenwagen? Möchten Sie gerade mal rauskommen? Für die Kommissare stellt sich jetzt die Frage, ob der junge Mann aufgrund seiner Trunkenheit mit seinem Wagen verunglückt und zu Fuß nach Hause geflohen ist. Die Inspektion des Wagens bringt unerwartete Ergebnisse. Hier haben wir ein bisschen Blutspuren hier am Lenkrad. Haben wir ein bisschen was? Guck mal, was da liegt. Haben Sie denn schon alles abgesucht? Bleiben Sie mal bitte vom Fahrzeug weg, ne? Wir haben heute Morgen bei dem Ladeneinbruch eine Liste von den fehlenden Gegenständen angefertigt, um sie anschließend dann in die Sachverhandlung einzupflegen. Und als wir hier dieses Zubehörteil in dem verunfallten Fahrzeug gefunden haben, haben wir dieses mit unserer Liste abgeglichen. Und inklusive der Seriennummer stimmt sie überein. Sprich, dieses Teil entstammt definitiv aus dem Ladeneinbruch. Ich hab hier noch eine Münze. Aber ist da nicht auch Blut? Eine Münze liegen. Mhm. Könnten Sie noch mal ganz kurz 2 Schritte bei dem Kollegen warten? Ja. Parkticket. Ich weiß aber nicht woher. Und eine Münze habe ich hier. Ja, aber sehr merkwürdig. Ansonsten. Komm, lass uns noch mal den. Noch mal gucken. Ja, guck noch mal rein, ansonsten befragen wir ihn noch mal. Ja. Er muss ja irgendwas wissen. Also das gibt's doch nicht, dass er nicht spricht. Die Ermittler müssen davon ausgehen, dass der junge Nachbar und die vermisste Tochter etwas mit dem Diebstahl in dem Fotofachgeschäft zu tun haben. Denn der wurde von einem Mann und einer Frau begangen, beide maskiert. Priorität hat für die Polizisten aber das Auffinden der 18-Jährigen. Womöglich ist sie schwer verletzt. Nee, lassen Sie mal nicht da reinfassen. Wie ist das denn passiert? Ja, hingefallen, oder? Bestimmt, ich weiß nicht. Ich glaube, hingefallen irgendwie. In Ihrer Wohnung? Ja. Glaube ich. Ich war in der Küche und da habe ich Blut gesehen. Es kann schon sein, dass das von da ist. Ist halt schon merkwürdig. Ich habe ihn in der Wohnung ja gefunden. Ist halt schon merkwürdig, im Fahrzeug, in seinem Fahrzeug ist Blut, ne? Und er hat so eine Platzwunde. Woher ist denn hier dieses Parkticket? Von Arbeit. Von Ihrer Arbeit? Ja. Können Sie uns irgendetwas dazu sagen? Das haben wir in Ihrem Auto gefunden. Richtig. Ja, ich weiß, es scheint irgendwas für einen Kamerazubehör zu sein. Ich kenne das nicht. Komm, kennen Sie nicht? Nee. Und diese Münze hier? Nee. Ist das Geld? Das ist Geld? Nee, das ist kein Geld. Oh nee, wir wollen doch wissen, wo Vanessa ist, bitte. Ja. Also mal, nochmal. Wir fahren einfach. Gestritten, so. Ich war getrunken und dann habe ich gestritten. Hat sie
mein Auto genommen und ist gefahren. Für so ein Gespräch. Also uns ist klar, sie sind momentan nicht vernehmungsfähig, weil sie offensichtlich betrunken sind. Aber wir vermissen gerade eine junge Dame und die Mutter macht sich ziemlich große Sorgen. Und wir momentan auch, weil da haben wir Blutflecken in ihrem Fahrzeug. Was passiert? Ja, das versuchen wir herauszufinden. Wir wollten anschließend dann auf einer Karte die Wege nachvollziehen, die vermisste Person hinterlegt haben wollte. Und auf der Karte haben wir uns dann den Wohnort der vermissten Person zeigen lassen und dann auch das Möbelhaus, also sprich, wo sie ursprünglich hin wollte. Und haben dann festgestellt, dass der Ort, wo wir jetzt uns aktuell befinden, sich dort gar nicht auf der Strecke befindet. Und sind so zunächst erstmal nicht weitergekommen, bis dann der Kollege anschließend diese Münze wiedererkannt hat, die wir in dem Fahrzeug gefunden haben. Er geht wohl regelmäßig mit seiner Tochter campen und kann uns mit absoluter Gewissheit sagen, dass das eine Münze für einen Duschautomat ist in einem hier nahegelegenen Badesee. Ja, da gehen wir auf jeden Fall jetzt gucken. Dann ist gleich hier hinter. Ja. Der Platz am See ist dafür bekannt, dass man dort wild zelten kann. Auch Sanitäranlagen gibt es. Von der Mutter ermitteln die Kommissare, dass deren Tochter allerdings nie campen geht. Dennoch finden die Kripo-Beamten dort eine wichtige Spur. So, hi. Da drüben alles okay? Ja. Ja, passt alles soweit? Du hattest recht gehabt, ne? Ja? Ja, ja, diese Münze hat hier gepasst. Okay. Für die Duschkabine. Ich glaube, und, ja. Wir finden sie halt nicht, ne? Über Handy ist sie nicht erreichbar, sagten sie, ne? Wir haben keine Handyortung oder sowas. Nee. Ich habe ihr mal einen Schlüsselanhänger gekauft, weil sie ihren Schlüssel immer verlegt. Ist das das Einzige, was mir so einfällt? Der pfeift, den man... Ach, ist das der, wo man pfeift und der gibt dann so einen Piepston zurück? Okay, ja, sollen wir es damit mal probieren? Natürlich. Wie sieht denn Ihre Tochter aus? Meine Tochter ist so 1,70, ein bisschen kleiner als ich, schlank, blonde Haare, blaue Augen. Die Polizisten ziehen in Betracht, dass die Tochter nach dem Unfall überfallen und verschleppt wurde. Und das womöglich von dem Duo, das den Einbruch auf den Fotoladen begangen hat. Die Taktik der Kommissare, den Zeltplatz nach dem Schlüsselbund absuchen, um die Vermisste zu finden. Hallo Jungs. Hallo. Wie geht's? Gut. Hi. Nix. Nix. Nichts, alles gut, alles gut. Okay. Warte mal. Nee, hier auch nichts. Hier, guck mal hier. Die kam doch gerade. Ja! Hallo! Hallo! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hier, Peter! Peter! Stehen bleiben, was soll das? Wieso sind Sie jetzt abgehauen? Bleiben Sie mal stehen. Bleiben Sie mal stehen. Stehen bleiben. Sollen wir Sie auf den Boden legen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Das kann nur wehtun. Auf damit. Das kann nur wehtun. Wer sind Sie? Leg immer die Acht an. Ich sag gar nichts mehr. Wer sind Sie? Ich sag gar nichts mehr. Die Mutter identifiziert den Schlüssel als den ihrer Tochter. Für die Kripo-Beamten ist damit klar, die festgesetzte junge Frau hat etwas mit dem Verschwinden der Vermissten zu tun. Doch die Camperin handelt offenbar nicht allein. Hey, was könnte das Funkgerät denn für eine Bedeutung haben? Ist die alleine hier? Ja, definitiv nicht. Ne? Also da muss ja irgendein zweites Gerät oder noch mehr Geräte müssen vorhanden sein, dass da Kontakt gehalten wird. Und was das bedeutet, das werden wir jetzt herausfinden. Ne? Vielleicht können uns die Leute da hinten weiterhelfen. Das sehen wir jetzt. In der Regel werden solche Funkgeräte dafür benutzt, um Speer damit auszustatten. Sprich, das ist jetzt erstmal hier die erste Anlaufstelle, wenn man vom Parkplatz auskommt. Falls hier Polizei oder irgendwelche Leute gesehen werden, werden in der Regel mit einem Funkgerät Leute, die im rückwärtigen Bereich sind, alarmiert, damit sie dann dementsprechend etwas verstecken können oder halt auch nicht. Nun wird es halt ein bisschen schwierig zu gucken, wer davon der Empfänger von diesem Funkgerät ist. Also es ist eingeschaltet. Willst du mal probieren? War ja auch eine weibliche. Einfach mal mit einer weiblichen Stimme Hallo sagen oder so. Ich spreche jetzt einfach mal da durch. Vielleicht siehst du ja eine Reaktion. Ja, sowieso eine weibliche. Ja. Okay. Sag mal Hallo. Hallo? Guck mal, da kommt einer raus. Guck mal, da hat ein Funkgerät in der Hand. Ja. Alice, ich hab gesagt, Funkstelle, Mann. Nur wenn du dich nicht. Halt die Fresse, Mann. Ja, das ist er, das oder? Ist er. Das ist er. Hallo, Alice. Hallo? Bleiben Sie mal stehen. Wir sind von der Kriminalpolizei. Boah, hallo? Hey, 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 hey! Hey! Hier, stehen bleiben! Alles gut! Ganz ruhig damit! Hey, hey, ja, alles gut! Hinlegen. Lass mich in Ruhe! Leg das bitte hin!
Unten bleiben. Die Ermittler vermuten, dass der junge Mann der Komplize der festgesetzten Frau ist. Womöglich haben beide Camper den Diebstahl auf den Fotoladen begangen. Für die Kommissare zählt zunächst aber, die Tochter zu finden. Wo ist das Mädchen? Was für ein Mädchen? Wo ist die Vanessa? Was für ein Mädchen, Mann? Ich kann keine Vanessa. Was für ein Mädchen? Lass uns gucken. Ich hab gar nichts gemacht. Sie geben jetzt Ruhe. Bitte. Ich mach mir Urlaub. Lass mich in Ruhe, Mann. Wir werden ihre Tochter finden. Keine Sorge. Hier, Leute, ihr habt das mitbekommen. Kennt ihr ihn? Kennt ihn nicht? Welche Zelte gehören zu ihm? Er hat die beiden. Ja, der ist mit Zweier hier gewesen. Und seit wann stehen die? Seit heute Morgen, seitdem wir hier sind. Aha. Nee, hier ist leer. Hier ist nichts. Warte mal. Nee. Oh, ein bisschen Dosenfutter ist hier. Oh, ich höre was. Das gibt's doch gar nicht. Ist sie da drin? Unfassbar. Oh, hier, mach das mal auf. Also, guck mal. Wir sind da. Wir sind von der Polizei. Ist das ihre Tochter, ja? Geht's Ihnen gut? Oh mein Gott. Die Tochter hat keine äußerlichen Verletzungen. Jetzt gilt es, den Tathergang zu ermitteln. Und der macht klar, das Täterduo könnte skrupelloser nicht sein. Sind Sie geschlagen worden oder so? Nein, ich bin ohnmächtig geworden. Ohnmächtig? Okay. Komm, wir helfen Ihnen erstmal. Jetzt diese 2 Minuten erstmal noch. Wir gehen erstmal hier aus dem Zelt. Ja, komm, gehen Sie erstmal aus dem Zelt raus. Oh, ich bin so froh, dass er wieder da ist. Wir gehen mal hier ein bisschen, damit Mama sie fragen kann. Was ist denn passiert, um Gottes Willen? Du hast dir Sorgen gemacht. Was ist das hier? Ich wollte hier mit meinem Freund Oliver heute Morgen noch in meinem Haus fahren. Ja, weil wir wollten noch einen Schrank holen, weil ich wollte ihn unbedingt haben. Und dann habe ich aber gemerkt, wo Oliver mich abgeholt hat, dass er so besoffen war. Und also, ich fand das richtig unvernünftig, bin sauer geworden. Aber und dann habe ich dann meinte er, ich soll selber fahren. Und dann habe ich ihn rausgelassen, er ist zu Fuß nach Hause gegangen. Und dann habe ich auf einmal 2 Menschen gesehen, die ich wollte mitnehmen. Du bist aber ich echt. Oh, das ist aber nett so gemeint, aber Sie sehen, wie das jetzt ausgegangen ist. Ich wollte dann nur jemanden zum Plaudern haben. Und an dem Radio kam dann irgendwas von, das wär, was heute Morgen irgendwo ein Überfall gewesen war. Das ist scheiß Lüge, ich hab damit, das ist Blödsinn, Mann. Wollte ich darüber reden. Dann haben die mir auf einmal das Lenkrad gefasst. Oh Gott. Wir vermuten jetzt mal, dass das Ganze wie folgt abgelaufen ist. Die Täter haben ihr Diebesgut in ihren Fluchtwagen gepackt und dann ist irgendwann unterwegs auf der Flucht ihr Fahrzeug liegen geblieben. Und unsere vermisste Person hat die dann gesehen, hat die als Anhalter, weil die sich als Anhalter zu erkennen gegeben haben, mitgenommen. Und sie sagte auch schon, dass da irgendwelche Nachrichten im Radio gelaufen sind und hat wohl die Täter darauf angesprochen, ob sie das mitbekommen haben. Die haben sich ertappt gefühlt, haben ihr eine rübergebraten, sie außer Gefecht gesetzt und mitgenommen. Was sie anschließend mit ihr vorgehabt hätten, das möchte ich mir nicht ausmalen. Möchten Sie mit Ihrer Tochter schon mal vorgehen? Wir rufen Rettungswagen. Ja. Gehen Sie schon mal Richtung Parkplatz. Die Täter wollten nach dem Diebstahl zunächst auf dem Platz am See untertauchen. Sie werden wegen bewaffneten Raubes, Nötigung, Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Verkehrsunfallflucht angezeigt. Mutter und Tochter haben sich mittlerweile von dem Schock erholt.